Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Kollektionista, der Sammler. Ich bin Andrea und heute gibt es wieder eine neue Review für euch. So, für heute habe ich eine sehr gute Figur oder eine sehr gute gelungene Figur von TriZero zum Reviewen. Wir werden von Saul Goodman reden. Er ist jetzt direkt aus der Serie Breaking Bad und nicht Battle Call Saul, also die Spin-Off-Serie, die ja nur um Saul Goodman geht. Aber das ist egal. Die Figur ist echt sehr gut gelungen, muss ich sagen. Ich war selber am Anfang noch ein bisschen skeptisch, weil TriZero ja immer so eine Sache ist. Die präsentieren immer gute Promobilder, aber das Endprodukt leider in den meisten Fällen ist immer was anderes. Für die, wo zum Beispiel die Figur von Ghost in the Shell bekommen haben, haben sie ja gesehen, dass es halt komplett was anderes war, als was die da gezeigt haben. Aber das ist wieder was anderes. Heute gucken wir uns den guten Saul Goodman. Die Verpackung ist richtig schön, muss ich sagen. Die ist komplett gelb gehalten, so wie auch diesen Set, den Hazmat-Suit-Up-Set. Ja, jetzt kann ich mich nicht mehr genau erinnern, von Breaking Bad, den ich auch habe, mit Walter White und Jesse Pinkman. Hazmat-Suit, genau. In dem Fall haben wir erstmal auf die Vorderseite ein Bild direkt von Saul Goodman. In diesem Fall ist ja die Figur, ist kein echtes Bild. Oben rechts das Logo Breaking Bad, hier in der Mitte Battle Call Saul. So, das ist auch sein Slogan und so, was er jedes Mal so auch in den Werbung kommt oder in seinem Flyer, was der immer wieder verteilt. Unten die Schrift Saul Goodman, hier die Waage. Unten haben wir noch eine Schrift Eterary at Love. Irgendwas mit Gesetz, keine Ahnung. 1/6 scale collectible figure. Seitlich die Schrift wieder Battle Call Saul und Breaking Bad. Unten das Logo von TriZero. Hinten so richtig, richtig geil. Das sehen wir auch jedes Mal in einem Flyer oder in den Werbungen. Habt ihr irgendwelche legalen Probleme mit Drogendeal oder Autounfälle und so weiter und so fort? Wen ruft ihr? Besser Saul anrufen. Battle Call Saul. Und unten so weitere Schriften. Richtig, richtig geil. Wieder nur das Saul Goodman, die Waage und so weiter. Alles ziemlich simpel. In dem Fall haben wir auch kein Fenster oder so, sondern man tut halt direkt hier oben halt aufmachen und wir werden direkt das ganze Zubehör und den guten Saul Goodman finden. So, deswegen sage ich mal, bis gleich. So Leute, machen wir direkt weiter mit dem Zubehör. In dem Fall haben wir genügend Sachen dabei. Fangen wir hier gleich hier vorne. Ah, Moment mal, Hände insgesamt sind 3, 5, 6, aber ihr werdet 7 sehen. Und das erkläre ich auch nachher, warum. So, ein Zubehör ist eine Zeitung. Aus Papier selbstverständlich, nicht gesculptet. Hier stehen halt verschiedene Sachen, so Artikel halt. Leider die Auflösung von dieser Zeitung ist nicht so gut. Man kann nicht alles lesen, nur was ganz groß steht. Das ist wirklich nur so, damit er das halten tut. Aber was ganz witzig ist, und so innen drin finden wir auch so die Werbung halt von Saul Goodman. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, sind halt ein paar Blätter und hinten steht halt wieder so ein Flyer von Saul Goodman. Sehr, sehr cool. So, einmal. Das ist einmal. So, dann ein anderes Zubehör ist ein Laptop. Selbstverständlich auch alles gesculptet, aber ganz gut gemacht. Könnt es auch natürlich zuklappen. Das ganze Zubehör, was ich euch bis jetzt gezeigt habe, kann man auch alles in diesen Aktenkoffer reintun. Wir können das hier auch natürlich auf und zu machen. Sehr schön gemacht, komplett schwarz, mit ein bisschen Gold. Sehr, sehr schön. Wie ihr gesehen habt, innen drin ist hier leer. Aber auf dieser Seite hier haben wir auch so kleine Taschen aus Kunstleder, wo wir halt anderes Zubehörteilen zum Beispiel auch reintun können. Sehr, sehr schön. So, und jetzt das letzte Zubehör. Das sind ja mehrere Dollarscheine, die so eingerollt sind. So hält auch meistens Goodman jedes Mal so sein Geld. Wer die Serie ja gesehen hat, der hat immer so eine Plastiktüte und der tut jedes Mal so das ganze Geld so einrollen und da reintun. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Okay, also das war's erstmal. Was ich euch noch zeigen wollte, die linke Hand von Saul ist auch sehr gut gemacht, weil der hat hier auf dem kleinen Finger auch einen Ring. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Nur auf die linke Hand aber. So, okay. So, und jetzt würde ich mal sagen, gucken wir uns den guten Saul ein bisschen besser an. Die Figur hat selbstverständlich kein Stand, wie alle TriZero-Figuren. Leider ist es so bei denen. Ich habe natürlich eine von meinen Custom-Stand benutzt. In dem Fall, das ist nicht mal meins. Das habe ich jetzt für einen Kumpel aus Italien gemacht. Der wird den bald kriegen. Das ist eigentlich für seinen
Walter White. Aber der hat sich echt ein schönes Bild ausgesucht. Aber egal. So, also, wir haben einmal so braune Schuhe, so elegante Schuhe selbstverständlich. Der hat ja einen Anzug. Dann hat der ja einen kompletten dunkelbraunen Anzug, auch wenn das jetzt ein bisschen heller wirkt. Das ist halt wegen Licht, aber das ist dunkelbraun mit so Streifen, so ganz leicht weißen Streifen über den ganzen Anzug. So, er hat ja noch ein rotes Hemd mit einer weiß-rote, leicht schwarze Krawatte, die auch sehr gut gemacht ist. Also das Tailoring, was an sein Suit angeht, ist sehr, sehr gut gelungen. Wirklich, was an diese Figur jetzt angeht, an Goodman, haben die echt eine sehr gute Arbeit gemacht. Das ist fast gleich wie die Promo-Bilder, die eigentlich veröffentlicht wurden. Zu dem Thema, was ich vorher erwähnt hatte, dass leider 3-0 oft halt, ja, das, was die zeigen am Ende, sieht nicht so aus, wenn das Release wird. Hier auf seine linke Seite, so auf der Brust und so, haben wir ja auch so kleine Pins. Die haben auch eine bestimmte Bedeutung, zum Beispiel das hier, das blaue, das sieht man auch in der Serie, das tragen die dann alle Charaktere nach dem Flugzeugunfall, was in der dritten Staffel verursacht wird von einem bestimmten Charakteren. Den möchte ich jetzt nicht sagen, weil vielleicht gibt es welche, die noch nie Breaking Bad gesehen haben, wäre ja so ein kleiner Spoiler. Das daneben ist halt sehr so eine Waage. Und unten, weiter unten hier in seiner Tasche hat er ja noch so ein Tuch, halt lila. Auch sehr, sehr schön. Wie gesagt, anzugmäßig ist echt top. Aber jetzt gucken wir uns mal das Wichtigste an. Und das wäre jetzt nämlich ein Headscalp von Saul Goodman. Ich kann mich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wie der Schauspieler heißt. Ich weiß nur Bob, glaube ich. Bob, irgendwas anderes. Aber wir kennen den alle als Saul Goodman. Das ist halt das Wichtigste. Ich muss sagen, ich war echt überrascht, weil in dem Fall 3-0 hat echt eine gute Arbeit hingekriegt. Normalerweise entweder ist der Skalp nicht so gut aussehend oder der Paint ist halt Banane. In dem Fall, Gott sei Dank, stimmt beides. Wir haben natürlich jetzt keinen super, mega übertriebenen gleichen Headscalp oder auch einen mega krassen Paint, aber das ist echt einen sehr guten Paint und einen sehr guten Headscalp. Also ich sehe hier auf jeden Fall Saul Goodman. Auch die Augen in dem Fall dieses Mal haben die sehr gut hingekriegt. Die sehen auch lebendig aus, nicht wie in die anderen Charaktere, die oft rausbringen, die ja immer so einen komischen Blick haben, also dass die Augen so sehr unecht halt aussehen. Auch so die Haare sehr gut gesculpt. Das ist die typische Frisur halt von Saul. Wirklich in groß und ganzen diesen Headscalp ist echt sehr, sehr gut geworden. Also da kann man sich dieses Mal bei 3-0 nicht beschweren. Okay, das ist jetzt erstmal eine kleine Zusammenfassung von sein ganzes Zubehör. Ich werde den jetzt kurz ein bisschen posen und dann kommen wir halt in die Endpart. Deswegen, bis gleich. So Leute, jetzt machen wir langsam Schluss. Bevor wir aber jetzt unsere Pro und Contra anschauen, möchte ich euch noch einen letzten Zubehör zeigen, den ich vorher vergessen habe. Weil ich hatte den ja schon an die Figur dran gemacht. Das ist ja eine Golduhr. Er hat ja noch eine Golduhr. Selbstverständlich aus Plastik. Das ist halt gesculptet. Aber auch sehr gut gelungen. Mal gucken, ob ich das jetzt irgendwie gut zeigen kann. So. Die ist echt ganz gut geworden. Können wir uns natürlich einen guten Zoll dran machen. Sehr, sehr cool. Das mache ich aber dann später. So, aber jetzt gucken wir uns den guten Zoll mal wieder an. Wie ihr sehen könnt, ich habe den jetzt auch ein bisschen gepostet. Ich habe ihn halt in den Aktenkoffer verpasst und halt mit dem Finger nach vorne. Und im Großen und Ganzen sieht er echt super aus. So, also, was können wir jetzt zu dieser Saul Goodman-Figur sagen? Ich gehe vielleicht ein bisschen höher. Ja. Pro und Contra. Fangen wir mit den Contra an. Vorher habe ich ja euch erzählt, ihr werdet halt eine zusätzliche Hand sehen, die normalerweise die Figur nicht hat. Und das ist in dem Fall jetzt hier, diese linke Hand, was er ja gerade, um den Aktenkoffer zu halten. Warum? Das ist halt so, wir haben ja, so gesehen, ja verschiedene Händen. Davon sind ja zwei Fäuste, zwei Relaxed Hand. Und dann haben wir noch eine rechte Hand mit den Fingern nach vorne, das ist ja die hier, die ja so zeigt. Und die andere Hand ist auch für den Aktenkoffer, um den Aktenkoffer hier zu heben, aber das ist auch die rechte. Also bedeutet, entweder tun wir ja Saul mit den Fingern nach vorne zeigen, oder wir lassen ihn halt den Aktenkoffer heben, weil wir haben nicht die Möglichkeit, beides zu machen, so wie ich hier zum Beispiel gemacht habe. Das finde ich zum Beispiel schon mal richtig kacke. Was soll eigentlich sowas? Wenn, was ich hier zum Beispiel jetzt gerade nachgemacht habe, das ist halt eine typische Pose von Saul, wenn der halt arbeiten geht und so und dann halt labert die Leute weg und so, so wie er immer macht und so.
Und dann sagt er immer, vergessen Sie halt nicht Saul anzurufen. Dann geht er halt weg mit seinem Koffer und fertig aus. Aber das können wir, so gesehen, mit den Originalhänden nicht richtig nachmachen. Weil wir, wie gesagt, wir haben nur rechte Hände, um bestimmte Sachen zu machen, wie die ikonische Pose mit dem Finger und mit dem Aktenkoffer zu heben. Also bedeutet, wenn ihr das machen wollt, ihr müsst halt einfach eine andere Hand haben. In dem Fall habe ich ja die von meinem Tony Stark halt genommen, weil auch von der Farben her, weil das müsst ihr natürlich auch natürlich gucken, dass halt auch die Farbe so ein bisschen stimmt, sonst sieht er halt komisch aus, wenn der ja so eine dunklere Hand hat und die andere ist halt heller. Ist machbar natürlich, Gott sei Dank, aber fand ich schon ziemlich ein bisschen nervig. Zweitens natürlich, wie ich euch gezeigt habe, die linke Hände von Saul haben sogar auch noch einen Ring auf dem kleinen Finger, was wir in dem Fall dadurch ja verlieren, weil auf diese Hand von Tony sitzt selbstverständlich kein Ring, ist auch nervig. Aber ja, wie gesagt, man kann noch ein Auge zudrücken. Jetzt kommen wir noch aber zu einem anderen Thema, den mich ehrlich gesagt schon sehr genervt hat. Ist halt auch so ein Nitpick, den möchte ich euch auf jeden Fall auch zeigen. Oder besser gesagt sagen. Ihr habt ja gesehen, an Zubehör hat er ja schon ein paar Sachen. Aber ich finde, ein paar Zubehörteile hätten sich zum Beispiel sparen können und anderen hätten sein müssen. Zum Beispiel, wir haben ja eine Zeitung. Okay, eine Zeitung, was soll der da viel machen? Okay, kann man lassen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ja, hätte ich auch leben können ohne. Wenn man auch noch denkt, dass die Auflösung zum Beispiel von diesen Zeitungen auch ziemlich schlecht gemacht ist. Aber komm, da kann ich auch noch ein Auge zu drücken. Dann bekommen wir aber einen Laptop. Was will ich eigentlich mit einem Laptop in Saul Goodman, wenn ich ja keinen Schreibtisch habe? Hätten die ein Zubehör gemacht, also so ein Diorama, wo vielleicht ein Stuhl oder ein Tisch dabei gewesen wäre, hätte das Ganze natürlich einen Sinn gemacht, weil das sieht man natürlich schon in der Serie. Aber ich glaube nicht, dass Saul läuft rum in der Serie mit einem Laptop und versucht halt irgendwas dran machen. Also deswegen, das ist so ein Zubehör, wo ich auch mir gedacht habe, ja, ganz nett, dass es dabei ist, aber hätte ich auch ohne leben können. Aber ein Zubehör, der mir sehr fehlt. Alle Charaktere bei Breaking Bad oder Better Call Saul haben immer alle ein bestimmtes Zubehör. Vor kurzem hatte ich das auch einen Kumpel gefragt, der auch ein sehr Fan ist von Breaking Bad. Und wo ich dem das ihm gesagt habe, der hat mir sofort auch die richtige Antwort gegeben. Was meine ich damit? Ein Handy. Alle Charaktere, egal ob jetzt bei Breaking Bad oder bei Better Call Saul, haben Handys. In dem Fall sogar auch noch altes Handy, weil die ganze Serie dreht sich ja ein bisschen... Ist halt ein bisschen älter, ich glaube so um 15 Jahre älter wie die aktuelle Zeit. Also die haben noch kein Smartphone, die haben alle diesen aufklappbaren Handys halt. Und ja, und Saul hat Handys ohne Ende. Wer Breaking Bad angeschaut hat, der weiß, dass er in seine Schublade mindestens so 10 Stück hat. Davon sogar einen mit einem Hello Kitty Handy hat er sogar auch. Für das ist halt ein Handy, den gibt er halt Jesse Pinkman. Was halt ganz witzig ist. Also das hätte ich jetzt nicht gewollt, ein Handy mit einem Hello Kitty Logo und alles. Aber ein ganz normales Handy, weil der telefoniert ständig. Der ist ständig am Telefon, diesen Kerl. Und das wissen wir doch alle, wer zumindest in die Serie angeschaut hat. Und sowas ist schon ziemlich Banane. Also ein Handy muss Saul haben. Klar, das ist halt auch ein Zubehör, den können wir sich halt nachholen. Bestimmt, für sowas findet man schon auf eBay. Aber was soll die Kacke? Also ein Handy muss Saul auf jeden Fall haben. Und wenn der kein Handy hat, dann zumindest ein Headset, weil das ist auch ein Zubehör, den er ja die ganze Zeit hat in der Serie. Aber ja, so ist es halt. Das ist halt auch so ein Nitpick, der mich ein bisschen genervt hat. Dann haben wir natürlich noch die Sache halt mit dem Base und so, dass wir halt keine Base haben. Das kann man sich natürlich auch machen lassen. Wenn ihr zum Beispiel auch Lust auf so eine Base habt, könnt ihr mich gerne auch anschreiben. Aber sonst könnt ihr euch halt eine ganz normale besorgen. Wie gesagt, an sich sind Kleinigkeiten, aber die Kleinigkeiten, die halt in das ganze Paket natürlich auch so ihre Bedeutung haben. Deswegen, jetzt sage ich mal etwas mal zu den positiven Sachen, weil ist ja nicht alles, was ich halt mich beschwere. Positiv, Gott sei Dank, die Figur im Großen und Ganzen ist sehr gut geworden. Tailoring, absolut spitze. Wir haben eine gute Likeness, wir haben guten Painting. Die Augen sind zum ersten Mal auch lebendig bei einer 3-0-Figur und nicht immer die übliche Kacke, was draufgeklatscht ist und so und sieht halt sehr unecht aus. In dem Fall sieht der Kerl wirklich sehr, sehr gut aus und sehr gut auch detailliert und serienakkurat. Die Verpackung gefällt mir auch sehr, mit dem ganzen Logo und so wie halt er in der Serie halt alles ist. Und was an Bewegungspunkte angeht, was soll ich euch dazu sagen, Leute, der hat einen Anzug, den könnt ihr bewegen, wie ihr wollt. Und außerdem, Saul Goodman macht halt keine fliegende Kicks, der steht halt da, so wie jetzt zum Beispiel ich ihn halt gepostet habe. Man kann den natürlich auch eine andere Pose verpassen, aber im Endeffekt, der ist nur ein Anwalt und kein Kämpfer. Deswegen, für das, was ihr da braucht, und so sind die Artikulation mehr als okay. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Deswegen, von mir aus kriegt der gute Saul Goodman eine 7,5 von 10 Punkten.
Hätte locker auch mehr kriegen können, wenn halt ein paar Sachen gestimmt hätte. Wie gesagt, das mit den Händen schon ein bisschen Banane. Dass der kein Handy hat, finde ich auch ein bisschen blöd. Und ein paar Zubehörsachen und so hätten sein können, wie auch nicht und so. Hätten die lieber vielleicht ein bisschen getauscht, wäre nicht schlecht gewesen. Oder eine Mischung aus beiden gewesen. Aber Gott sei Dank, das Wichtigste, in dem Fall die Figur, ist sehr gut gelungen. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, auf alle Breaking Bad Fan, alle Saul Goodman Fan. Wenn ihr Lust auf diese Figur habt, holt euch. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut geworden. So, 7,5, das ist jetzt aber auch alles von mir. Ich hoffe euch, dass die Review gefallen hat. Vergisst nicht, auf meinen Kanal zu abonnieren. Gebt immer gerne ein Like und einen Kommentar. Und ich sage euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss!